Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro IP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Zilla. In der letzten Folge haben wir auf der Spitze von diesem Berg, der Niakera Heiligen Kuppel oder wie auch immer der heißt, erreicht und sind Pressa, Agria und Elvin begegnet. Elvin hat sich gegen die Chimeriade gestellt und wollte uns auf einmal beschützen und ja, ihr kennt das doch, ne? Copy-Paste und ja. Wir kämpfen jetzt gegen Agria und Pressa. Wenn ich schon daran denke, wie nervig Agria von alleine war, dann will ich gar nicht erst wissen, wie nervig der Kampf jetzt wird. So, Elvin, tu dich mal mit mir zusammen, damit ich ein Auge auf dich haben kann. Jawohl. Fällt gerade auf, ich sollte vielleicht doch Rowan ins Team nehmen, weil wenn Agria wieder so dicke Zauber auf uns wetzt, dann ich lieber Rowans Zauberschutz. So, und Wasser. Ich muss Wasser einsetzen, genau. Gut, alle sind hier außer Lise. Ja, warte mal. Rowan, du sollst auch nicht hier sein. Obwohl, ich bin mit dir verbunden. Scheiße. Los, Elvin, mach irgendwie. Nein! Ist am besten noch Agria hinterher, ne? Nein, ich brenne! Meine Haare brennen! Ach, die können sich ja auch verbinden, genau. Ist klar. Au, 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 au. Das Ding kam so langsam runter. Wenn einer von euch halten kann, ne? In die Fresse. In die Fresse. Ey, die hat gerade schon. Geht's noch? So, komm her, Agria. Ich glaube, ich sollte mich eher um Pressa kümmern, weil wenn sie die ganze Zeit jetzt hier scheiß Dinger oder Mystic Arts einsetzt, dann kriegen wir Probleme. Meine Haare, Ren! Lass mal meine Haare! Ich hab keinen Verbund, aua. Ja. Always one step ahead. Ist gut. So, immer wenn ich sehe, wenn die zaubern, dann mach ich, oh nee, jetzt haben die auch noch, jetzt hat Agria auch noch scheiß Viecher hier. Oh geil, wieder beschworen. Plötzlich ist Agria schon wieder die nervigere. Elvin, danke. Komm mal her, Elvin. Hier geblieben. Häschen. Ey, ich glaube, ich spinne. Trittst du hier auf Elise rum, ey? Jetzt reicht's. Boah, ich komme hier nicht dazu, mein Ding jetzt einzusetzen. Eine Aufklärung und Angriff. Sag mal, geht's noch? Ja, genau. Ich bin schwach gegen Feuer. Ich weiß natürlich auch perfekt, welche Angriffe er wo hat, ne? Und oh, nein! Robin. Oh, danke. Aua. Oh, das war gut. Aua, aua. Und? Bringt das was? Irgendwie ja. Hier, Rowan. Oh, jetzt ist sieben Dingens. Ich halte es nicht aus. Alle Entdeckung. Jude, was machst du da? Greif doch nicht mich an.
Verdammt. Wie bescheuert. So, Poffer. Noch gerettet. Zack. Aua. Boah, das hat voll daneben. Geh weg, Agria, geh weg. Oh nee. Jude. Finger weg! Aua. Ist das gebracht? Oh, Hilfe, ja, gegen die Zauber. Na, warte du. Fällt gerade auf, jeder Chimerial hat ein bestimmtes Element. Presser ist Wasser, ja, ist gut. Adria ist Feuer, Wingull ist Wind und Zhao ist Erde. Und fällt mir jetzt erst auf? Weil ich dumm bin! So, du bist schon mal gleich erledigt. Jawohl. Au, 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 au. Ist klar. Mann. Ha, was sagst du dazu? Oder dazu? Oder dazu? Aua. Ich glaube, das hat sie kommen gesehen. Oh, das kommt jetzt sehr Wasser ein. Ja, Evan, folge mir. Unauffällig. Nein, Entdeckung. Elise. So. Hey, hier geblieben. Immer schön Wasser, immer schön Wasser, immer schön Wasser. So, genug Wasser. Hast du irgendwas zum Klauen gebaut? Blau Kamel, ach, was soll ich damit? Was soll ich denn damit? Nein, nicht die Viecher. So, lass mal ihr. Ja, ich habe hier Items eingestellt, mein Gott. Wenn ihr die nicht einsetzt, kann ich auch nichts machen. Okay. Verstehe nicht, warum die nicht die Items einsetzen. Ich habe doch alles eingestellt. Ich habe eingestellt, die sollen einsetzen und was weiß ich. Egal. Boah, die immer alle so schnell auf die Knie gehen, ey. Wenn die 6 Gottgenrille immer kaputt gehauen hast, dann kam das nur so rüber und ja, wir haben noch nicht alles gegeben und so. Und die nach jedem Kampf immer direkt. I'm happy for you, Al. Open your eyes. Now you've found your place as well. You just can't fix, no matter how hard you keep trying to. Drown in despair. You okay? Yeah.
Don't worry, I'm fine. Hey. You've always tried your best, even when you were a little girl. I've lost count of all the times you've saved me because of it. I'm all right, Jude. You should go try and cheer up Alvin. You're the only one who can. You play the martyr as well as Jude does. Guess that's one of the reasons why I fell for him. Well put. That's right. Look, I know that sometimes doing your best still isn't enough to fix everything in this world. But it's what I do best. It's my only real strength. Yes, I know that. Alvin, where will you go now? I don't know. What's it to you? Come with us. Now the kids want to babysit me. Don't think that this is easy for me. I can't forget what you did to Leia. I'll tell her. I'm sorry. You do that. Jude, don't let that big fat liar come with us! He'll just stab us in the back again! Richtig! Ein, keine Ahnung, 12-jähriges Mädchen ist klüger als der ganze andere auf mir. You don't exactly hide your feelings. No, she doesn't, because Elise is a good and honest girl. It's strange. It's hard to believe how fast that kid has grown up already. He really hates me now, doesn't he? That's right. And I hate you too. Thanks, Elise. What do you mean? You can hate me all you want, okay? It's good to know how people really feel for a change. Well, I hate creepy people just as much. Let's go, Tipo. Rowan is right. I can't stay like this. Yeah. The scenery is incredible. Yeah. Not much could surprise me in a place like this. Ich würde aber sagen, das hast du dann auch. Sorry you had to see me like that. I've no excuse for my performance. Age must have dulled my combat skills more than I'd realized. Oh. Blub, blub. Elvis, Entschuldigung. Hey, how's it going, Leia? Good to see you again. What's with you? After what happened, it hasn't been easy finding my old groove again. I would certainly hope so. Yeah. So, you at least feel bad about it, huh? Well, yeah. Are you doing okay? I'm all right. Sorry about that. Don't worry about it. Are you really okay with me again? Not entirely. Fair enough. Ja, okay. Ich gebe dir ungefähr ein, zwei Spielstunden und ja. Na gut, aber diesmal scheint er es ja wirklich zu bereuen. Das heißt aber nicht, dass ich ihn traue. Nein, wir werden immer irgendwie Feinde sein, glaub mir, Elvin. Man muss ja schon richtig was beweisen. So, du hast jetzt auch ein neues Level hier. Ersatzbank, ach so, ja. Oh, nur Jude, okay. Warte noch, Elvin, habe ich da schon Ausrüstung? Der Häcksler. Der Ogerzerschmetterer, habe ich das geholt alles? So. Ach ja, genau. Dann lass mal sehen. Lästiges Outfit. Ah. Ein Hoodie. Ja, klar. Ja, oder war laufen wir erstmal? Erstmal noch nicht. So, oh. Ah. Oh, 15 Minuten sehe ich gerade.
habe ich mir so viel Zeit gelassen. Naja, ich würde sagen, wir beenden den Part hier. Ich mache auf heute Feierabend für diese Aufnahmesession. Und wir sehen uns dann in diesem Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.